Herzlich willkommen in Folge 49. Ich mache dem Buddy gerade ein bisschen Stress, weil er jetzt schnell fertig trinken muss. Hallo. Hallo auch von mir. Und wir fahren beide Richtung, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Ich weiß es selbst nicht. Buddy fährt jetzt voraus. Guck mal, da vorne Enten sind. Wie im Landwirtschaftssimulator. Ich hab Enten verstanden. Enten, ja, da Enten sind. Siehst du, wie die Enten? Die laufen da rum. Apropos Ente. Heute war eine Taube bei uns. Apropos Ente, heute habe ich eine Taube gesehen. Ja. Wow. Ja, die ist bei uns vorm Hof, vor der Haustür quasi fast rumgelaufen. Scheiße. Im Gebüsch gewühlt. Bisschen gepickt und ja, dann bin ich halt mal hingegangen, weil die ziemlich lang da war. Dann ist sie eigentlich ziemlich zahm, bis auf ja 10, 20 Zentimeter konnte man mit der Hand rangehen. Dann ist sie aber weggehopst. Vielleicht war sie schwach, vielleicht hat sie nicht mehr fliegen können, ich weiß es nicht genau. Krank glaube ich eher weniger. Ein Ring hat sie auch um den Fuß gehabt. Jetzt ist er dann aber weg gewesen heute Abend. Naja. Ich wollte sie ja schon mit dem Vogelkäfig dazu stecken. Passt die da überhaupt rein? Ist ein bisschen quetschen bei der Tür, oder? Ja, durchaus. Kann man auch abnehmen. Wow, was machst denn du da? Kamikaze. Ja, ja, knapp. Jetzt habe ich mich aber schon minimal an die gewöhnt. Sonst wäre ich jetzt wieder auf die Schnauze geflogen mit der Aktion. Schöne Sonst Brücke. Hätte ich ja eine Vollbremsung hinlegen müssen. Ja, war gar nicht schlecht. Aber zum Glück hat's geklappt. Bloß jetzt komme ich nicht mehr aus dem Fetten raus. Ja. Schieb mal. Nein, das ist. Hast du einen Warnblinker? Wie kommst du denn da drauf? Ich seh's. Wegen der geringen Geschwindigkeit. Ja. Was dagegen? Oh. Warte, kauf dir mal einen stärkeren Motor. Jetzt. Nein, einen anderen LKW. Wieso denn dieses? Dazu brauche ich ja Geld. Und ja, das bekomme ist ich Thema. Nicht, wenn ich immer einen Schaden habe. Hm? Oh, ich halte so, hier, glaube ich, ne? Du bist ja gleich da. Was denn? Oder? Du 19, bist gleich da. 20 Kilometer nach. Nee, ich halte doch nicht hier. Ich war ein Stückchen mit. Jo. Ich warte vor der Stadt, würde ich sagen, oder? Ist mir eigentlich egal. Kannst doch in die Stadt reinfahren und gerade drehen. Ich warte da vorne dann irgendwo. Aber beeil dich. Dass nicht so lange warten muss. Jetzt bin ich schön um die Kurve rumgekommen. Fällt mir ein. Als nächstes kommt ja Folge 50, ne? Mag so. So besonders ist das jetzt nicht, weil du gerade so überlegst. Ja, aber irgendwas müssen wir ja schon mal machen. Ja, die Aufnahme endlich beenden. Weil ich jetzt schon wieder fast hingeflogen bin. Ich meine auch irgendwas für den Zuschauer. Zu den einen Zuschauer. Für dich. Ja. Der Lieblingszuschauer. Oh, da ist rot. '85 darf man mit dem Anhänger fahren. Cool, ne? Meilen oder Kilometer? Kilometer, der kommt aus Deutschland. Schau. Komm, es wird Zeit. Na, jetzt wird die schon orange.
Jetzt geht's jetzt. Bremslicht wieder an. Ah, da ist das Bremslicht. Unten ist das normale Licht, Mitte ist Blinker, oben ist Bremslicht. Wie wir bei eurem Auto auch festgestellt haben, nach wie vielen Jahren? 9. Dass die Lichter nur Attrappe sind. Alle Lichter. Ja, alle, genau. Nee, ein Teil der Lichter. Wo bleibst du dann? Ja, der rote Welle. Hast schon eine neue Fracht. Oh, das wollte ich nicht. Sehr witzig. Also nicht. Ich bin gerade beim Reinfahren, beim Abgeben. Oh, gefahrene Strecke, genau 10.000 Kilometer. Hier. Cool. Ja, toll, ne? Ja, wunderbar. Nein, das hat aber jetzt ganz gut gepasst. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel Geld man rausbekommt, ob es vielleicht 2000 sind. Tee. Ja, 10.000 immerhin. Das ist mal ein bisschen was. Frachtangebot, Frachtmarkt. Von hier nach Manchester. Passt doch. Bestelle ich gleich mal. Ich glaube, das ist sogar diese Firma hier. So, dann kurven wir jetzt halt mal ein bisschen in England rum. Ich glaube, wir werden jetzt auch noch ein bisschen hier bleiben. Wenn wir nicht wieder in Berlin anfangen müssen. Oh, 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 da kommt einer. Da kommt aber einer. Wir haben immerhin schon mal zwei Städte hier erkundet. Und da, ich würde sagen, einer. Bis auf die ganze Leckerei hier, Entschuldigung, ist es eigentlich ganz gut gelaufen. Und dass mir jetzt doch so viel Verlust hatte. Aber keine Arbeit ohne Verluste, gell? Nächstes Mal wird's besser. Versprochen. Hoffe ich. Ach ja, wollen wir die Folge beenden? Die geht 10 Minuten, Quatsch, die geht 9 Minuten. Haben wir die jetzt erst angefangen? 8,5, ja. Okay. Wo bist du denn gerade genau? Ja, in der Stadt drin. Oh Mann! Puh. Wo bist du gegengefahren? Haha. Und ich fahre auf der falschen Seite. Sind Silvesterraketen? Hörst du das auch? Hab irgendwas gehört gerade, ja. Ja, ich glaube, das sind Silvesterraketen. Jetzt im. Was haben wir? Mai, glaube ich, ne? Ja, Mai. Ach, bei dir? Ja, ich glaube, das war hier. So. Ich hab gedacht, im ETS ist das. Nee. Glaube nicht. Wo bleibt er denn, der Buddy? Ja, ich fahr hier schon irgendwo. Ich bin außerhalb, ne? Ja, ich auch. Hier gucken. Ups. Ach, da bist du. Ach, da. Und da musst du jetzt da wahrscheinlich rein. Rechts? Nein. Nicht? Achso, Fracht schon. Ja. Ah. Ich sag dann im gleichen Teil. Achso.
Ja, weil du gesagt hast, du bist außerhalb. Achso, du bist schon außerhalb, das hast du gemacht. Ja. Achso, ich dachte, du musst außerhalb hin irgendwo. Dann hätte ich gesagt, ich muss außerhalb. Da vorne raste um die Kurve. Naja, ich hab mich gezügelt. Gleich vorbei. Wir müssen da vorne doch eh abbiegen. Gefahrenbremsung, yay. Warum? Warum nicht? Hatte gerade Lust drauf. Das hat jetzt wieder einen Haufen Sprit gekostet. Und einen Haufen Nerven. Nerven gleich auch noch. Fahren in falscher Richtung. Was? Wieso denn falsche Richtung? Warum? Bitte erklär mir, warum? Ich weiß es nicht. Hast du Strafe bekommen oder was? Ja. Ey, heute läuft doch gar nichts. Das kann's doch nicht sein. Also ich stelle den Tempomat erstmal auf 80, gell? Mhm. Die nächste Haltestelle könnte man eigentlich anhalten, oder? Ja, ich habe auch schon geguckt, aber es dauert ein bisschen. Oh. Wenn nicht, machen wir einen fliegenden Wechsel. Hier ist sogar so schnell. Fliegende Das war, glaube ich, ein Blitzer. Ach, du bist schon da? Noch 100. 5. Oh ne, da vorne ist noch einer. Hört man die Leute sogar arbeiten hier. Oh, stimmt. Und die Leute hört man hupen. Ja. Da hört man schon wieder arbeiten. Da vorne ist wieder Blitzer. 150 Kilometer in guten Viertelstunde sollte sollte machbar sein, oder? Ja, zu schnell gefahren, oder was? Ja. Also dann machen wir jetzt einen fliegenden Wechsel. Okay. Folge 50 sind wir dann wieder da. Ja. Okay, bis gleich. Tschüss.